bevor das Video startet, habe ich noch was zu sagen. Das Video dient rein den Unterhaltungszweck und sollte nicht anders gesehen werden. Keine im Video getroffenen Aussagen spiegeln meine politische Einstellung oder Meinung wider. Sämtliche Aussagen sind rein auf das Spiel und die dort vorkommenden Ereignisse zu beziehen. Ich wünsche noch viel Spaß beim Schauen. No Step Back, Hearts of Iron 4 mit Polen. Unser Weg führt uns zum Königreich Polen, Litauen, nicht Polnisch-Litauen, zum Königreich Polen-Litauen. Lest euch das hier in Ruhe durch, wenn ihr wollt. Wir werden jetzt anfangen, diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, dass Deutschland einen Bürgerkrieg macht, dass wir zu der Seite uns nicht damit kümmern müssen. Dass da die Deutschen sind, sondern dass wir uns nur um die Sowjetunion kümmern. Ich hatte bereits einen Run, da hatte Österreich-Ungarn sich geformt, Deutschland hat das Kaiserreich gegründet und dann hier oben dieses Gebiet kann man ja durch Diplomatie dann bis mal kriegen, dann kommt ein Bürgerkrieg. Bloß im Bürgerkrieg haben beide Seiten keine Armee ausgebildet und ich konnte nichts machen. Das hieß also, das Gebiet war einfach die gesamte Zeit, es ging nicht weiter und wenn das nicht weitergeht, ab einem gewissen Punkt, das kann ich ja kurz zeigen, hier unten, wenn wir die Union nicht wiederherstellen, kann ich nicht hier weitermachen. Aber ich konnte dem Bürgerkrieg nichts machen. Und dann hat die Sowjetunion irgendwann mir den Krieg erklärt. Das war sehr schlecht. Also ich bin schon ungefähr auf dem Wissensstand, was zu tun ist. Weil ich habe schon ein paar Fail-Aufnahmen hinter mir. Deswegen, also wenn ihr lesen wollt, wie gesagt, lest. Ich hoffe einfach mal, dass das eintrifft, was ich will. Es muss ja nicht Österreich-Ungarn sich formen. Aber wenigstens will ich nicht gegen Deutschland kämpfen. Ich will keinen Zwei-Fronten-Krieg. So einfach ist das. Oh lol. Wollte ich nicht. So, die Bauernstreiks sind kein Problem. Die werden wir auch noch los. Da müssen wir uns noch nicht drum Sorgen machen. Sind auch nicht so schädlich aktuell für uns. Das hier ist eher so eine Sache, die mich stört. So, dann haben wir jetzt das auch. Bürgerkrieg in Deutschland. Das ist ideal. So, 4-Jahresplan. Aufnahme läuft, okay. Genau, kurz für Jahresplan hier einmal lesen. Da der Bürgerkrieg läuft, können wir uns doch jetzt schon mal hier vorbereiten. Das heißt, wir können unsere Truppen türkisch-sowjetischer Krieg. Das wird schmutzig, weil die werden verlieren. Und wir hätten unseren Gegner, die Sowjetunion, direkt vor der Haustür. Nur wegen der Meerenge. Und das war ein Fehler. Wir dürfen unsere Truppen nicht hier an der Front haben, weil da oben fehlt ein Knotenpunkt für die Versorgung. Hier oben können wir nicht versorgen, wenn ich das richtig weiß. Da ist nämlich der letzte Knotenpunkt hier. Das heißt, hier müsste nochmal einer hin. Da unten auch. Also Polen hat eine relativ okaye Versorgung, nur so an der sowjetischen Grenze wird es etwas knapper mit der Versorgung hier an dieser Seite. So, das erste, was wir machen werden, ist auf die Teilmobilmachung gehen, damit wir den Baugeschwindigkeitsboni, damit wir hier erstmal mehr Zivilfabriken haben und nicht diesen minus 30er Boni. Der wird uns das Genick brechen am Anfang. Deswegen werden wir da sofort dann auf den Bauspeed gehen. So, da wir theoretisch nur dann in diesem Bereich erstmal uns ausbauen müssen, reicht es, dass wir hier so eine Art Versorgung da bauen. Die Straßen werden erstmal noch keine Rolle spielen, weil wir werden, bevor wir den Krieg gegen die Sowjetunion anfangen, weil wir werden Gebiete von denen erobern, hier auch viele Knoten haben. So, man sieht, Rumänien macht einen guten Fortschritt. Die werden da jeden Moment aber zurückgedrängt. Schade für sie. Der Markgraf von Meißen und Prinz von Sachsen Friedrich Christian Albert Leopold
Anno Silvester Makarius, was ein Name. Das ist unser Mann. Ganz offen und ehrlich. So, als nächstes das hier. Und das könnt ihr auch mal durchlesen, weil das habe ich ja nicht ausgewählt. Das hat der wundervolle Kerl gerade sich ja sozusagen vorgestellt. Ein Putsch junger japanischer Offiziere. Oh, okay. Das ist ein Event, das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Was ein Name von unserem neuen Anführer. Aussehen technisch würde ich ihn aber am liebsten nochmal umtauschen. Der gefällt mir nicht ganz so. Und da wir sicher sind, dass Deutschland uns nichts antun wird, können wir auch hier in dieser Richtung von Deutschland unsere Truppen, unsere Militärfabriken bauen. Was ich mir jetzt gedacht hätte hierfür, wäre natürlich hier ein Knoten. Hier. Ehrlich gesagt würde ich sogar auf mehrere Knoten setzen. Einfach nur, um eine sehr stabile Versorgung der Front zu garantieren. Oder zu gewährleisten. Und dann so eine Art Komplettverbindung wäre mir auch sozusagen wichtig. So. Und so eine Direktverbindung dahin. Das ist ungefähr so das, was ich mir so vorstelle darunter und auch von hier hinten. Eine Art Verbindung. Hier ist ja unser Hauptort. Da soll es aber nicht ins Ausgehen. So, und dann von hier auch nochmal hier hin. Das wäre sozusagen die Defensive, welche ich mir denke mit den Versorgungen. Das ist ein bisschen Overkill. Aber lieber bei einer Defensive zu viel Versorgung, anstatt dass unsere Leute nachher keinerlei Ausrüstung an der Front kriegen. Das würde ich als Problem sehen. So. Sollen dich jetzt ausbilden. Komm, komm, komm. Wir brauchen die Teilmobilmachung. Oh mein Gott, jetzt darf Deutschland aber nur nicht verlieren. Ich habe das einmal gehabt, dass die Deutschen den Bürgerkrieg verloren haben. Einmal von mittlerweile 3000 Versuchen. Das kann nicht wahr sein, denn können wir euch Truppen schicken? Natürlich nicht, nein, nein. Trennt Bayern ab und erobert Bayern und danach den Rest. Na komm, ich baue das Schienennetz aus, damit wir weitermachen können. So, einfache Werkzeuge. Wir gehen auf die konzentrierte Industrie. Auch wenn wegen der Bombardierung das andere besser wäre. Denke ich, rentiert sich die Industrie besser. So. Zwei noch. Perfekt. Teilmobilmachung, Baugeschwindigkeit wird besser. Wunderbar. Als nächstes würde ich noch auf den Kerl gehen, der uns Baugeschwindigkeit allgemein bietet. Aber wir könnten sonst auch unsere Punkte erstmal behalten, weil die würden auch noch benötigt werden für Polen. Für Litauen. So, Bauarbeiter, Bauernstreiks haben noch Zeit, oder? Ja, 190 Tage. Das heißt, wir könnten 190 Tage, wir könnten jetzt schon mal anfangen, bevor wir da weitermachen, uns erstmal hier drum zu kümmern. Die haben keinen negativen Effekt, bis auf, dass sie ganz schnell nach hinten losgehen könnten. Wenn sie nach hinten losgehen, haben wir diese ganzen Negativ-Bonis. Aber solange das nicht passiert, alles gut. Wir werden auf jeden Fall Rumänien und die Türkei als Gegner haben, wenn wir gegen die Sowjetunion in den Krieg ziehen. Das ist mir aber egal, dann werden wir halt ein riesiges polnisches Königreich. Und dann werden wir eine riesige Reiterschar ausbilden, die geflügelten Husaren. Und dann geht's ab. So, Artillerie brauchen wir. Züge theoretisch auch. Und wir brauchen Panzer, aber keiner dieser Panzer ist ansatzweise so gut wie deren, den ich brauche. Deswegen können wir die erstmal vergessen. Wir brauchen die Militärerfahrung. Wie kriegen wir die am schnellsten? Wenn wir jetzt zum Beispiel Russland oder Deutschland ein Dings gesendet hätten,
Ein Attaché, Attaché, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Mist. Neuerung der Römerprotokolle. Kann ich jetzt nicht reingucken. Aber ich wäre für ein Österreich-Ungarn. Und nicht Weimar-Deutschland, eine Demokratie-Deutschland. Wäre scheiße, weil wir können nur mit einen der drei Kaiser oder die Kaiser, also die zwei Kaiser und die Kaiserin, ein Bündnis mit ihnen eingehen. Weil mittlerweile ist meistens nach dem Bürgerkrieg immer die Demokratie dran. Immer. Und das ist für uns nicht vorteilhaft. Was ist das denn für eine Dauer? Bräuchte wahrscheinlich, sag mal schnell, 70 Tage. Lange 70, 70. Irgendwas für 35 würde ich gerne nochmal kurz dazu. Nee, warte mal, komm, wenn ich jetzt sofort machen, denn. Machen wir es nicht. Achso, habe ich das jetzt gezeigt, was da steht? So, damit ist die Agrarreform und fertig. Bürgerkrieg sozusagen abgewandt. Oh, da wird schon richtig schön in Rumänien eingefallen. Unschön. Ja, wenn das fertig ist, haben wir ein ordentliches Straßennetzwerk und ein Schienennetzwerk, was total Overkill ist. Das ist wirklich Overkill, das tut nicht Not, aber ich habe gelernt, mehrere Schienen zum dahin, falls mal, wenn man nur eine hat und die dann unterbrochen wird, ist man auch am Arsch. Armeeverteidigung. So, als nächstes hätte ich gerne Mr. Bist du da? Zivilfabrik 10%. Weil wir jetzt erstmal am Anfang zivil bauen. Gut, noch kein Bürgerkrieg in Spanien, interessant. Sollte bald losgehen. Königliche Hochzeit in Brasilien, das finde ich sehr interessant. Wenn wir ein monarchisches Bündnis machen und dann Deutschland, Österreich, Ungarn, Königreich Italien und Portugal, das stelle ich mir sehr cool vor. Natürlich mit Polnisch, Litauen. Für mein Handy von mir, Sekunde. Weg damit, ich will nicht jetzt irgendein YouTube-Video sehen. Ich bin gerade dabei, eins zu produzieren. Was denkst du dir, blödes Handy? Okay, das war's. Berlin ist gefallen. Jetzt ist nur noch Breslau da und das wollte ich gerade sagen, hält das Deutsche Reich nicht. Gut. Damit müssen wir jetzt hoffen, dass sie jetzt auf die Monarchie gehen. Wenn sie auf die Monarchie gehen, haben wir gut. Dominions brechen mit der Krone. Wieso? Welchen Weg gehen die denn? Ich sehe ganz schlecht, gerade was ganz Schlechtes, warte. Wenn die das gehen, was ich denke, und zwar die Königspartei, dann werden die eigentlich nur gegen Italien an den Krieg ziehen. Und wenn die das hier machen, ist es egal, und hier werden sie mit Italien in den Krieg ziehen. Das heißt, so oder so ist Deutschland nicht mit ihnen im Bündnis und wir können Deutschland auf unsere Seite ziehen, egal ob es demokratisch ist oder nicht. Das ist gut. Das ist gerade echt gut. So, ihr seid fertig? Wunderbar. Ihr auch gleich. So, unser Offizier der Wahl wirst du. Und die Armee wird natürlich nur von den Besten der Besten geführt. Gerade am Anfang würde ich gerne ein paar leveln.
wenn die noch nicht so hochrangig sind, geht das immer ein bisschen besser. Offensiv und charismatisch. Gut. Dann müssen wir mal gucken. Mechanische Rechenmaschinen. Wunderbar. Ich würde aber erstmal weiter auf die Industrie gehen, weil, hoppla, Industrie geht vor. Und jetzt gehen wir auf die Panzerkanonen, weil wir müssen ja unseren Panzer auch ready machen. Unseren Jagdpanzer, den wir brauchen. So. Und, ja. Ich sehe schwarz, weil wir benötigen hier eine grundsolide Defensive. So, mal kurz gucken. Oh. Kommunistische Opposition, das sieht schlecht für uns aus. Wieso? Besteht eine Chance eines kommunistischen Bürgerkriegs? Au. Wenn das wirklich kommt, dass sie einen kommunistischen Bürgerkrieg machen, kann es sein, dass wir sie nicht kriegen können. Frage ich mich, ob wir das verhindert bekommen, bevor es soweit ist. Glaube ich aber nicht. Lösen mal dafür diese Sachen hier erstmal auf, damit wir uns rein darauf konzentrieren. Welcher Jäger ist denn besser? Kurz. Welche Werte da was? 20, 8, 11, 40. 8, 11, 40. Warte, was? 8, 11, 40. Und der hat 8, 9, 45. Nehmen wir den einfach. Okay. Welche haben wir auf Lager? PLZ. Komm, nimm die PLZ P24. Ist mir doch egal. So rum. So sehr spielt es keine Rolle, welche du da jetzt genau baust. Wir sind eh nur Übergang, bis wir richtige Flugzeuge kriegen. Das hier ärgert mich nur, weil die dürfen nicht kommunistisch werden. Dann haben wir ein Problem. Okay. Sind die auch gleich Kommentaren beigetreten? Natürlich. Es kann sein, dass es jetzt nicht mehr klappt. Weil das war die gleiche Ausgangssituation und als das so war, konnte ich, haben sie den Krieg, der nachher angezettelt wird, nicht mehr gewonnen. Das hieß also, das heißt, wir gucken mal kurz hier, was die machen. Noch nichts. Die Kommunisten werden jetzt gewinnen. Und dann gibt es ja noch einen Bürgerkrieg zwischen den zwischen der Monarchie und den Kommunisten. Und am Anfang haben meine Leute gut Boden gemacht, dann waren da überall sowjetische Truppen und dann war es ein Stillstand. Wenn das passiert, dann ist klar, dass wir hier keinen Progress mehr sehen werden. Das habe ich ein Jahr lang so gelassen. Und irgendwann sind die russischen Truppen einfach in das Land eingefallen. Keine Ahnung. Ihr müsst nur den Kaukasus, Kaunas erobern. Aber ihr verliert jetzt auch einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass die Türkei zuerst fällt. Und das war's. Die sind raus. Wir können natürlich noch Glück haben.
Gut, ich würde wahrscheinlich, ich war immer bei 80%. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Ich werde diesmal einfach so hochgehen, wie es geht, also so auf 100 einfach. Das wird ein bisschen teurer sein, auch von den Kosten und der Zeit her. Aber das sollten wir vielleicht versuchen, damit es klappt. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Ich will nicht schon wieder einen ganzen Aufnahmetag von Hearts of Iron gewastet haben, nur für die Erkenntnis, dass das neue DLC wirklich, wirklich manche Sachen verschwert, die früher easy waren. Früher annektiert, fertig. Früher Sowjetunion, kein Problem irgendwie mal gehabt. So. Polnische Garde wird einfach aufgelöst. Edward ermächtigt Königspartei. Ex-Partei? Ah, hier. Gut, das heißt, sie sind dann gegen Italien. Gut. Wir machen Fabriken, wir machen das. Wir machen das und wir uns fehlen noch ein paar Schusswaffen, richtig? Wie viel? 500. Kriegen wir. Bitte. Macht. Hart gegen den Faschismus vorgehen. Was ist das hier? Ich hoffe, dass sie auf den Kaiser geht. Das wäre für uns alle super. Ich krieg von mir Schusswaffen. Das kostet 1000 Gewehre. Da sind sie. Können wir noch nicht machen, weil wir es noch nicht komplett erforscht haben. Okay. Wir haben jetzt nicht gerade genug Punkte dafür. Ich würde eh da rein investieren, das ist billiger. So, verbesserte Pakt, das ist schon mal gut. Dann machen wir hier auch gleich bei der Panzerforschung weiter. Wir brauchen das da. Wir müssen ja irgendwie die Panzervordermann kriegen. So, jetzt hätten wir das. So, jetzt werden wir ganz schnell hier in unsere Industrie rein investieren. Hindenburg-Zwischenfall. Das war knapp. Nichts passiert. Der Kaiser kommt zurück. Der Kaiser kommt zurück. Jetzt darf Litauen es nicht vermasseln. Deswegen, wir gehen auf 100%. Oder auf 100. Dann hoffe ich, dass die einfach das überrennen wie beim letzten Mal und nicht, oh, sowjetische Truppen, wir machen mal eine Pause. Ich weiß gar nicht, die können sich aber nicht eingemischt haben, oder? Ach, ich weiß es auch nicht. Lass das jetzt erstmal durchlaufen. Schusswaffen haben wir nochmal 1K, ja. Ich will nicht jetzt wissen, wie viel wir jetzt insgesamt haben. 95. Wir werden noch einmal das hier machen, weil das billig ist. Und wir die restlichen Schusswaffen selber investieren können. In 8 Divisionen. Oh, was wir auch noch machen könnten für mehr Schusswaffen. Nein, wir werden die Berittenen zur Widerstandsbekämpfung einsetzen. Wird auch noch mal ein bisschen das reduzieren. So. Das braucht wie lange noch? 14 Tage. Passt. Konzentrierte Industrie. Hier machen wir jetzt erstmal nichts. Wir werden jetzt auch die Panzerchassis, das neue, erforschen. Das ist über 100%. Also über 100. Das ist ja kein Prozent. Das ist ja nur ein wie groß unser Anspruch ist, das ist 95. Wenn das über 95 geht, frage ich mich ja, wie viel. Aber sie ist verschwunden. Schade.
mutige Frau leider verschwunden. Okay. So, das hätten wir. Und jetzt, ja, kurz nochmal die Texte zeigen. Ich weiß, dass da... Hoffen wir, dass in den nächsten 35 Tagen alles glatt läuft. Weil wenn es nicht glatt läuft, wir können nichts dagegen machen. Das ist dann halt einfach so, die haben den verloren. Die haben den einfach verloren und wir können nur zusehen. Und jetzt würde ich gerne jemanden nehmen. Infanterieexperte einfach für den Boni, dass wir mehr politische Macht bekommen. So, Motorverbesserung brauchen wir gerade nicht. Besseren Stahl, das sind denn reine Schürzen. Das hier ist für die Offensive. Nehmen wir das für die Offensive erstmal. Hier wird unsere Hauptinfanterie, meine Freunde. Das muss jetzt klappen. Und zwar jetzt diese halbe Stunde Aufnahme ist ja schon auch schon wieder für den Arsch. Vor allem, weil es auch gerade irgendwie so cool läuft. Deutschland geht monarchisch. Portugal. Nicht weiterlaufen. Pause. Ich will meine Industrie nämlich in der Zeit ausbauen. Theoretisch, wenn die das jetzt richtig machen, geht das ganz schnell. Hier müsst die Hauptstadt noch. Sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Ich habe gelernt, wenn sie nicht die Hauptstadt schnell nehmen und zu der anderen durchrushen, dann war es das. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm. Stillstand. Sehe ich das richtig? Stillstand? Wenn der Stillstand kommt, haben wir verkackt. Haben wir Schusswaffen? Ja. Ja. Bekommt von mir aus 1000 Gewehre hiervon. Meine 110 Gewehre hiervon. Und 100 von mir aus Artillerie, die ich habe. Und 20 davon nimmt. Scheiße. Das sah so gut aus, aber die sind zu spät hier lang gelaufen. Das könnte es nämlich jetzt schon gewesen sein. Okay. Beim letzten Mal hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis denn die Sowjetunion oder die Kommunisten dagegen was gemacht haben. Kann auch sein, würden die jetzt einfach hier so diese Kessel dicht machen, dass sie weitermachen. Dass die Truppen da jetzt einfach stehen und sich nicht mehr trauen, weiter anzugreifen und hier in den Kesseln gar nichts drin ist. Und das alles ausdauerbedingt ist, weil die hier vorne keine Rohstoffe kriegen, weil sie das Gebiet nicht haben, also kann der Zug da nicht langfahren. Das ist mein Problem in dem Spiel. Weil, wenn das hier kommunistisch wird, das die Fraktion, das ist beim letzten Mal, wo das wirklich gut lief, nicht passiert, aber da waren die auch faschistisch. Spiel? Die Sowjetunion hat die Sowjetunion den Krieg erklärt. Trotzki.
Was? Wieso? Ihr habt kein Durchmarschrecht. Ihr könnt nicht im Frieden sein. So funktioniert das Spiel nicht. Ja, und wir können jetzt schon wieder nicht weitermachen, weil das hier nicht. Weil das kann. Die müssten Untertane von uns sein. Das geht schon wieder nicht. Das ist schon wieder. Okay, ich habe gerade einfach nur Königreich Litauen abgeschlossen, anstatt dass es da zum Krieg zwischen dem kommunistischen Litauen und den monarchischen Litauen gab, haben sie sich einfach direkt ergeben. Deswegen können wir sie direkt eingliedern hier. Ich zeige mal aber zwischendurch, was ich bis dato gemacht habe. Wir haben diesen Weg gegangen, wie ihr ihn in der halben Stunde hier vorkanntet. Und wir haben hier was gemacht und es hat sofort gut geklappt. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Militärtechnisch habe ich jetzt noch nicht großartig was gemacht, weil ich nicht wusste, ob das klappte. Genau. Das ist unsere Standardinfanterie. Wir haben gleich genug für den Kerl mit der uns den Fabriken etwas hochpusht. Forschungstechnisch bin ich noch medium gut dabei. Es ist kein idealer Run. Ich habe auch einmal vergessen, sofort was in die Forschung reinzutun, weswegen wir etwas hinterherhängen. Es ist auch noch nicht alles auf dem Boden aufgebaut, was eigentlich dahinter hin müssen. Also wir hängen etwas hinterher, das ist jetzt nicht ideal. Aber wir haben gleich Litauen auf unserer Seite. Dadurch, normalerweise kriegen wir, glaube ich, 8 Divisionen, wenn sie nicht in einem Bürgerkrieg waren. Dadurch, dass sie in einem Bürgerkrieg waren, haben wir jetzt eine. Nicht ideal. Absolut nicht ideal. Gut, Waffen werden ausgeweitet. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir die Fabriken hochkriegen, nachdem das da mit drin ist. Wobei ich würde es gerne fokussen, dass wir danach hier hingehen, dass wir das annektieren kriegen. Die einfach annektieren können. Deswegen sollten wir unsere Armeen mal eben ready machen. Mit eher so. Defensiv finde ich blöd. Eigentlich. Ist das hier nicht nach Löffel? Machen wir einfach nach so. Gut, du bist eigentlich nur ein Level 2er. Der sieht auch cool aus, aber egal. Nehmen wir ein paar Level 2er. Die sollen während des Kriegs ein bisschen aufleveln. Nehmen wir tatsächlich den hier oben, der so ein bisschen mehr Offensive hat. Und als Heeresführer ihn. Erstes. Ja. Erste Armee. Können wir auch tatsächlich einfach die Symbole hiervon nehmen. Zweite Armee. Ach ja, was genau los ist. Deutschland macht wieder sein typisches Ding. Wir sind natürlich noch im Iron Man. Das ist auch nicht geschummelt, dass ich jetzt eingestellt habe, dass sie das machen. Königreich Ungarn geht auf die Monarchie zu. Ich freue mich ein bisschen. Wir dürfen es jetzt nur nicht vermasseln. Und ich will. Klingt blöd, aber ich rüste doch mal ein paar mehr Generäle aus. Ich will eine etwas weitläufigere Armee haben. Der hier ist für Panzer. Ich bin ganz ehrlich so auf die Defensivgeneräle. Maximale Verschanzung ist nicht schlecht, gerade wenn wir gegen die Sowjetunion in den Krieg ziehen. Aber ich würde jetzt doch eher
4 12er-Armeen ready to go haben. Anstatt 2 24er. Kann ich auch später gerne mal erklären, warum. Mir fällt jetzt noch keine Erklärung nämlich ein. Eigentlich ist es bei mir einfach nur so eine Sache, ich habe das eigentlich einfach lieber. Lieber ein paar mehr haben. Mehr Generäle. So offensiv. Charismatisch. Japan hat Japan den Krieg erklärt. Was machen die denn hier? Das frage ich mich gerade. Die gehen nicht den Standardweg. Interessant. Das heißt, wir haben vielleicht sogar wirklich eine Chance, groß zu werden. Sollte mal ganz kurz die Luftwaffe ausheben. 50. 10. Ich bin der Meinung, wir werden eine schnelle Invasion machen. Generäle haben wir nicht. Was wir bräuchten, wären 2, 4, 6 Einheiten erstmal. Und natürlich bilden wir nochmal so viele aus, wie passt. Nochmal 4. Wir werden, wie gesagt, dann gleich nochmal kurz dafür sorgen, dass wir die beiden Länder da oben bekommen. Egal, ob das jetzt Russland ist, Lenin, Russland, friedliches, kommunistisches Russland. Mir egal, was es wird. Es wird zermalmt. Wie machen wir das? Wir haben ihre eine Division bekommen. Die lösen wir einfach auf. Ach, Wiedergeburt von Polnisch-Litauen. So und nicht anders. So, das heißt, wir brauchen wirklich für die Defensive da, hier, da und da. Vielleicht auch noch da. Aber wir müssen uns trotzdem bereit machen dafür, dass die Sowjetunion, egal wer ihr Anführer ist, es auf uns abgesehen hat, weil wir Teil von ihnen damals waren. Daran wird sich nichts ändern. Wir werden erst hier durchbrechen und dann da. Ich glaube, noch ist der so tief, der aktuelle Wert, dass die noch nicht irgendwie garantiert werden. Bitte, bitte, Österreich-Ungarn. Komplett Tschechoslowakei jetzt auch nochmal bitte mit rein. Bei mir ist eine Spinne auf der Hand gelandet. Weberknecht, aha. Was möchtest du denn von mir? So. Die erste Militärfabrik soll da gebaut werden. Genau mitten rein in Warschau. So, ihr kommt auch direkt in. Ihr werdet bevorzugt. So, besetzte Gebiete müssten wir auch nochmal auf die Kavalleriebrigade ändern. Das kommt weg, das kommt weg. Ich habe mich darauf geachtet, dass wir irgendwas mit Weißer Frieden. Lass das erstmal. So, einfache Panzerung. Wir holen gleich verbesserte Panzerung. Wir haben noch keine Infanterie-Bonis oder Vorteile uns rausgeholt. Das habe ich vergessen bis dato zu machen. Wiederherstellung Österreichs-Ungarns. Ja, komm schon. Damit Königreich Italien. Kann gut sein, wenn wir Deutschland erobern wollen, ist das schlecht. Aber ich bin sogar am Überlegen, wenn wir das hier oben alles haben, ob wir Deutschland Danzig abdrücken. Wenn die fragen. Normal bin ich ja niemand. Danzig gegen Garantien finde ich scheiße. Aber vielleicht machen wir das. Einfach um Deutschland sozusagen das zu überlassen. Ich weiß nämlich,
Ich will nicht so enden wie damals. Russland, Österreich, Ungarn, Deutschland. Ich will nicht wieder auf diese Art und Weise runtergeholt werden, wie es in der Geschichte normal wirklich war. Dieses Dreierbündnis gegen Österreich, Ungarn. Aber ich möchte gern die geflügelten Husaren haben. Gibt's die hier im Spiel so eine Art Weg? Ist das hier nicht sogar das Symbol davon? Oder eins angelegt ist? Wir sollten jetzt, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, militärisch hier in diese Forschung gehen. Wir fangen mit euch an. Na, Spiel nicht, bitte jetzt nicht abstürzen, bitte. Ach Gott, ist eine Sowjetunion gegen Sowjetunion. Trotzki? Die Vierte International, oder wie die was war. Los, Trotzki, gewinn! Es ist doch unmöglich für Trotzki zu gewinnen, der Bürgerkrieg. Und das ist wirklich nur eher so in die Richtung, wir sind zwar klein, aber es haben viel mehr Leute zu uns rübergelaufen, als man vielleicht vermuten mag. Die haben Defensivboni rausgehauen. Ich hab keine Ahnung. Dauert nicht lange, der Krieg ist gleich schon vorbei. Hier ist ein Fluss, das ist nämlich das Problem gerade. Die Offensive über den Fluss wird ein Problem. Durch den Fluss haben sie eine höhere Defensive. Wobei, so hoch ist sie nun auch nicht. Blub, drüben. Hauptstadt abgetrennt, gekesselt und dezimiert. Versorgung weg. Wenn Trotzki an unserer Flanke ist hier, fühle ich mich bei weitem wohler. Union der Sowjetrepublik, Europa und Asien. Ich kann den Kerl nicht angreifen. Der hier ist bei weitem sympathischer als Stalin. Wie soll ich den bitte angreifen? Eine gute Frage, ne? Wie soll man so jemanden angreifen, der so mega sympathisch ist? Also, Aussehen her finde ich ihn sympathisch und halt, oh, wir sind die Sowjetunion von Europa und Asien, nicht gleich irgendwie so, aber. Ich glaube, seine Ideale waren auch ein bisschen anders. Ich habe mich damit nie befasst, weil mich eigentlich im Endeffekt nicht wirklich interessiert, bevor jemand damit anfängt. Das war, bis wir den Zweiten Krieg angefangen haben. Ewig. Die haben sogar einen Bunker dort. Ich glaube, wir können die jetzt kaputt machen. Gezielt. Wir haben die Lufthoheit. Verbesserter Panzerschutz, wunderbar. Artillerie wird auch eine wichtige Rolle für uns spielen. Wir haben gleich noch die verbesserten Panzerchassis, die werden wir eher nehmen. Viele Verluste? 17.000 und 37.000, wir sind gut dabei. Und gewonnen. So, ganz schnell weiter. Wir werden das aber diesmal aggressiv machen. So. Den Rest heben wir uns für die Panzer auf.
keine Rebellen? Ist das Kernland? Das ist Kernland. Oder? Tatsache, das ist Kernland. Deswegen gibt es auch keinen Widerstand. Lev Trotzki hat einen anderen Aufruf. Sind nur 1000 Mann. Der macht mir trotzdem Sorge, der Kerl. Ho, Österreich-Ungarn. Nee, ne? Awesome. Ihr 5 marschiert da durch. Das heißt, wir werden trotzdem gegen dich Krieg führen, mein Freund. So. Da. Wir brauchen hier einen Knoten am besten. Wobei, sind zu nah zusammen da. Wir müssen gleich mal gucken. Ragwere. Ja, das war's für euch. Haben wir jetzt mehr Männer verloren? Nein, absolut nicht. Oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben keine Gefahr hinter uns. Vor allem, weil ich mich in dem Bündnis anschließen könnte. Aber die Freiheitkämpfer kämpfen ganz schön lange. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihr Ländchen aufgeben wollen. Verständlich, aber naja. Da haben die Viererbunker, da muss ich mich ja gar nicht mal drum kümmern, einen Bunker aufzubauen. Alter, wieso wird er denn einfach auseinandergenommen wird? Okay, das ist so lange lädt, hatte ich aber. Europas und Asien, das finde ich, das klingt schön, das hat einen schönen Klang. Investitionen in Ostpolen. So. Das will ich noch nicht machen. Ich würde tatsächlich gerne noch ein bisschen forschen, mein Volk, meine Nation aufbauen, wollte ich gerade sagen. Okay. Und alle meine Männer jetzt an diese Front. Und jetzt können wir mal in Ruhe gucken, wo Versorgungsdepots hin müssen. Hier. Sicherheitshalber nochmal da. Das ist schon eins okay. Straßenverbindung will ich aber, Zugverbindung meine ich, an der gesamten Frontlinie. Und auch von so Knotenpunkten irgendwie. Man braucht so eine Art viel zentraleren Verteilerpunkt. Weil es muss ja alles von hier nach da kommen. Wo es halt hin muss. Das wäre denn so. Damit wäre die gesamte Frontlinie sozusagen abgedeckt. Mit Versorgung und das Netz sieht okay aus. So, Bunker. Die sind überall eingegraben dann. Okay. Okay, Leute. Wir sind ready. Das hier könnte der Run werden. Was wir jetzt aber brauchen, ist Manpower. Und die sind alle? Die sind etwas widerspenstig, okay. Haben wir Manpower-Bonis? Nachschubbedarf? Nein, das hat nichts damit zu tun, oder? Ausbildung? Ich hab keine Manpower. Bärspitze, ey. Keine Manpower-Boni.
Okay, gehen wir aber auch so hin. Wenn jetzt erstmal die Luftwaffe nicht auflösen. Was aber auch noch gemacht werden muss, gerade an der Frontlinie, für Verlegung ist es wichtig, dass wir hier eine gute Straßenverbindung haben, wenn Truppen verlegt werden. Und am besten sollte es von der Hauptbasis ausgehen. Ungefähr so sollte die denn aussehen, die ausgebaute Straße. So. So, du hast ein kleines Königreich, mein Freund. So, wer ist hier der König? Ach, hier noch niemand. Der Kaiser, meine ich. Schon die Mittelmächte? Noch nicht. Gut, Sowjetunion ist eigentlich das nächste Ziel. Wir müssen nur aufpassen, dass man uns nicht den Krieg erklärt. Meine ich jetzt zum Thema. Das hier, dann hätte uns das noch einfacher gemacht. Österreich-Ungarn, ich glaube, die wollen ja auch Teile haben. Ich glaube, die können ja sich Teile von uns hier snacken. Und da ist Wilhelm. Ganz kurz schauen. 40 Tage. Willkommen zurück, alter Mann. Zurück auf den Thron. Wo du hingehörst. Mehr Manpower bräuchten wir, können wir aber nicht. Und das hier muss weg. Theoretisch auf. Warte mal, was bringt das uns irgendwas? Wobei, Ressourcen für den Weltmarkt 25? Ja. Gar nicht mal so mies. Wobei, wir haben keine Baugeschwindigkeit dabei, ne? Ne. Gehen wir hier auf Fensterexport. Polnisches Institut für Mathematik. Das hier würde ja ordentlich was eingliedern, wenn wir es erobern, aber das will ich jetzt noch nicht machen. Wichtig ist erstmal die Wirtschaft. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Militär, 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 Zivil, Militär, Zivil. Dafür gibt es hier Stahl und das Aluminium. Müssen wir mal gucken. Nee, 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 das machen wir nicht. Wir werden zuerst, wenn wir gleich das Panzerchassis erforscht haben, weiter gucken. 180 Tage. Oh Mann, okay, das läuft gut. Das läuft sehr gut bis dato. Jetzt müssen wir aufpassen. 300 Baugeschwindigkeit für die Knotensysteme. Traue ich mich eigentlich erst dran, wenn wir noch ein paar mehr zivile Fabriken hätten. Ganz kurz das anders machen, so. Wobei, wir könnten den zivilen Industriesektor vielleicht erstmal nach hier legen. So. Ja, okay, wir können ja die zuerst in die Waffenproduktion stecken. Und dann danach in die andere Scheiße, nennen wir es mal liebevoll. Fabrik für Konsumgüter. Gönne ich mir jetzt einfach. Das gönnen wir uns einmalig. So. Verbesserter Panzer. Wir werden den mit einem Drei-Mann-Turm ausstatten. Das macht ihn langsamer. Wir nehmen als Bewaffnung die Kanone. Ist doch eine für Jagdpanzer.
Ja. Damit wird das ja auch ein Jagdpanzer. Wie viel verändert sich dabei bei den Bildern? Nicht viel. Maxgeschwindigkeit. Machen wir einfach das. Die Panzerung würde ich die hier nehmen. Den Motor. Wir sind immer noch im Plus. Dann die abgewinkelte Armor. Und den Lauf vielleicht noch. Panzerschutz bringt auch nichts. Der Rest bringt nichts. Ich würde den tatsächlich so machen. Das wird dann der leichte Jagdpanzer 2. Bam. Und den werden wir jetzt in Produktion bringen. Uns fehlt es aber an Wolfram. Das holen wir uns von Portugal. Gut. Zwischenkriegsartillerie, wunderbar. Luftwaffe sollten wir eigentlich auch erforschen, aber da kommen wir auch nicht hinterher. So, wir können etwas gucken. Hier. Was haben wir an Zusatzausrüstung? Nicht viel. Artillerie auch nicht viel. Nicht genug. Sagen wir so, wir haben nicht genug davon. Die Panzer sind aber erstmal wichtiger. Was hat die Union noch? Asien hat die kaiserliche Kontaktterritorium. Okay, die sind doch ein bisschen crazy. Die Sowjetunion jetzt. Macht mir doch etwas Angst. Ich rüste mich tatsächlich mal für den Krieg. War das, was da gerade kam? Die vierte Internationale macht mir wirklich Angst. Aber ich habe das Gefühl, das schaffen wir schon. Irgendwie. Selbst wenn wir uns hier nur eingraben. Ich habe ja vor, bis mich da unten einzugraben. Ich habe hier sogar vor, hier einen 10er Bunker zu haben und hier vielleicht auch. Luftabwehr kommt hier natürlich auch hin. Das wird alles, das wird schon. Haben wir da oben Vorräte? Wir haben da oben Vorräte, wunderbar. So, die Männer sollten sich mal zu Ende ausbilden. Infanteriebewaffnung haben wir genug. Das ist ein guter Anfang. Ich muss gleich nur mal das Video denn sortieren, weil ich habe jetzt auch gerade mit Shadowplay noch was gemacht. Vielleicht kann man das irgendwie mit einbauen. Wolfram. Das ist schon... Sache ist, wir brauchen das Wolfram. Dafür können wir drumherum so für den nächsten Krieg rüsten. Das ist kein Wolfram. Der Plan West ist uninteressant. Können wir alles noch nicht machen. Wir gehen Plan Ost natürlich. 50. Ja, nee, wir werden auf Feuerüberlegenheit gehen. Ja. Feuerüberlegenheit über den Grabenkrieg. Die Sache ist die, wir brauchen Artillerie. Und zwar wollen wir auf die 20er Sache und dann will ich hier noch Pioniere haben. Und dazu kommt dann, wenn wir die Punkte haben, ein leichter Jagdpanzer. Voila! Template zur Defensive des Heimatlandes. Der hat aber nicht so viel Panzerung. Wie viel hat er eigentlich? Nur 8. Wait. Stimmt, ist nur einer, ne? Naja, müssen wir mit durch.
3 Militärfabriken bräuchten wir nochmal kurz. 1, 2, 3. Die Zivilfabrik baust du trotzdem nochmal kurz weiter. So. Infanterieausrüstung mangelt es uns aktuell gar nicht. In der Ausrüstung. Jäger- und Luftnahunterstützung. Ja, das ist mir bewusst. Wenn die aktuell nicht produzieren. Danke. Ohne dich hätte ich das nicht bemerkt. Und hier wird dann... Also wir werden die hier oben nur mit Artillerie ausstatten und die hier unten werden dann die mit den Panzern. Die kriegen, glaube ich, aber keine Artillerie. Oder vielleicht schon. Müssen wir mal gucken. So, jetzt könnten wir hier eigentlich hingehen. Immerhin schnellere Baugeschwindigkeit. Jetzt fehlt es an Stahl. Das können wir aber bei uns selber nachher ausbauen. Italien hat Jugoslawien den Krieg erklärt. Solange keiner im Und Italien kämpft gegen Frankreich. Baugeschwindigkeit, Landbefestigung. So, wir haben so viele Möglichkeiten gerade. Hier kriegen wir noch Sachen auch. Alter, wir haben so viel zu tun. Hier unten eigentlich auch hin. Hier gibt es auch noch ein paar nette Sachen. Ich weiß nicht, ob wir das gleich brauchen. Fangen wir mal mit den Befestigungen an, zweimal. Verliert Italien jetzt ernsthaft den Krieg? So. Ich glaube, Italien verliert. Und die hier werden dann was für ein Symbol bekommen? Das könnten so eine Art Pioniere sein. Was auch immer das hier heißt. Das ist ja irgendwie die Garde. Ja. Schiffe, die wir bauen, sind Handelsschiffe. Ich weiß, wir könnten jetzt die Rohstoffproduktion erhöhen. Wir könnten die Rohstoffe uns allgemein holen. Sowjetunion macht mir Angst. Die neue. Die sind gefährlich. Ich bin gerade am gucken. Geld. Nein. Kein. Polen, glaube ich. Noch nicht. Oder später schon. Und was wir uns holen, könnten wir Angriff. Immer mehr von denen sind ready to go. Was fehlt noch? Zusatzausrüstung. An der mangelt es auch. Österreich-Ungarn. Könnten natürlich mehr mit Krieg drohen. Gibt es schon die Mittelmächte? Nein. Wir könnten ihnen einfach ein Bündnis vorschlagen. Weiß nicht, wie effektiv das ist, aber könnten wir machen. So, bessere Pack? Nein.
Ja, gut, der mittlere Panzer. Alleine schon, wo ist die Panzer wert? Boah, da, ja, der mittlere Panzer alleine schon ist ein Monster. Wenn die Überlegung wert, wirklich auf den mittleren Panzer zu gehen, noch. Der leichte Panzer wird aber so schnell gebaut halt. Ja, die 300%ige Beschleunigung des Knotenbaus ist halt auch noch lecker. Da müsste man es aber so auslegen, dass die wichtigen Knoten oben sind. Der einzige unwichtige ist der letzte. Da ja mein Plan aus einer Defensive besteht. Vielleicht später den Verrat an Deutschland, weil ich Königsberg und so will. Ich weiß es noch nicht. Oh, wir können die Knoten gar nicht mehr ausbauen, sehe ich gerade. Es ist nicht mehr da. Der 300%ige Bonus ist weg. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist wirklich blöd. Aber nichts dran ändern. Okay, Kommentar wird immer größer, ja. Ja, wir investieren gerne in den türkischen Staat. Bringt uns aber nichts, weil es irgendwie verbuggt ist, habe ich das Gefühl. So. Wir haben einen Bunker gebaut bekommen. Mal gucken. Überall, wo jetzt einer ist, nehmen wir das hier erstmal weg. Wow. Diese Befestigung hat sich noch nicht wirklich gelohnt für uns. Dafür 70 Tage, naja. Wir haben 1,2K Artillerie. Niemals genug, um die auszutauschen. Was wir jetzt eigentlich bräuchten, wäre locker von beiden nochmal 5. Die Panzerdivision kann aber aufgelöst werden. Ich will mit sowas diesmal nicht spielen. Nachholen wir uns mal das Eisen, was wir umsonst kriegen. Theoretisch würde ich es jetzt einfach so versuchen. Wir machen das so. Nehmen von der Infanteriebewaffnung was ab. Können uns mehr von Portugal und nehmen jetzt erstmal ein bisschen Stahl von Frankreich. Und versuchen den Defizit an Artillerie entgegenzuwirken erstmal. Und mit der Reduzierung von den Auszubildenden. Nehmen wir einfach mal hier so ein paar raus. So. 24. Auch nicht die Welt. Unsere Infanterie hat aber den Vorrang an Vorräten. Panzer. Kommen gut raus. Sind halt leichte Panzer, werden schnell produziert. Sind auch nicht so dermaßen kostenhungrig. Vorläufig erfüllt. Gibt es noch irgendwas Wirtschaftliches, was sich lohnen würde? Politischer Machtzuwachs? Militärfabrikbau?
Der Machtzuwachs wird sich aber auch lohnen. 39, okay, wir stehen gut da. Befestigung im Norden. Stahl, jetzt können wir mal gucken. Wo sind noch mehr Befestigungen? Die kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Das und das. Das heißt, das hier ist nicht an der Grenze. Ich lasse es dabei, ich will das gebaut haben. Bis dahin kann alles weg und das hier soll dann gebaut werden noch. Ich verstehe, so viel ist es denn ja auch nicht mehr. Je nach welchen, anstatt auf Panzerboni gehen, anstatt auf, dass wir die Verteidigung besser ausweiten mit, was haben wir denn hier noch? Wehrpflicht für 300 Tage. Ausbildungszeit der Armee brauchen wir aktuell nicht. Truppen umsonst, Eisenbahn. Die Sachen nehme ich trotzdem noch mit. Wir können auch noch hier den Plan im Westen machen. Würde auch nicht schaden. Aber erstmal das hier. Denn das. Und dann mal gucken. Hier kriegen wir sogar noch Eisenbahnausbau. Das finde ich auch gut. Alter, die Polen haben so einen starken Way of Life, nehmen wir es mal. Die sind so stark. Ich weiß nicht, ob das mit den jetzigen richtig ist. Sollten wir aber versuchen. Operative. Okay, habe noch nie was von gehört von dem Bündnis. Das was, die können wir trotzdem rauslassen, alle 24, genau. So, das sind denn eure Männer. Dazu kommen dann später die erforderlichen gepanzerten Reste. Die dann diesen leichten Jagdpanzer haben. Ich soll ja zwei Panzer mit reinnehmen. Der Umtausch funktioniert nicht. Ich würde die tatsächlich dann erstmal so machen. Mache ich jetzt auch erstmal so. Ich kann das Memeland fordern? Wait. Wie? Wait. Garantie gegen Territorium ist das ja auf jeden Fall nicht. Hä? Bollwerk gegen den Kommunismus haben die jetzt. Müll. Ah, ich verstehe, okay. Ich muss hier eh schneiden, also haben wir diese Entscheidung für die nächste Folge.